Willkommen bei Metabolismo TV. Korrekte Infos über Stoffwechsel und Gesundheit. Milch mit Fett oder ohne Fett? Ich bin Frank Suarez, Spezialist und Experte für Fettleibigkeit und Stoffwechsel und Berater. Und ich möchte wirklich einige Fragen beantworten, die Sie mir hier bei Metabolismo TV gestellt haben. Sie können mir auch bei Metabolismo TV schreiben. Sie können uns hier schreiben. Wir werden Ihnen antworten. Sie fragen mich, ob es besser sei, fetthaltige oder fettfreie Milch zu trinken. Schauen wir uns einen Moment lang die Frage nach fetter oder fettarmer Milch an. Viele Menschen kaufen einfach. Es gibt verschiedene Arten von Milch, wie zum Beispiel fettfreie Milch, die keinen Fettanteil hat, oder fettarme Milch, die nur einen mit all ihrem Fett natürliche Milch, und es gibt auch fettfreie Milch, die oft bevorzugt wird. Oder leider fettarme Milch, und dann gibt es noch fettfreie Milch. Die Frage ist also, verwende ich fetthaltige oder fettarme Milch? Ich gehe an die Tafel, um die Frage zu beantworten. Die Wahrheit ist, dass der menschliche Körper, nein, er verträgt nicht alles, was ihm zugeführt wird. Milch ist wirklich gut, das ist die Wahrheit. Vor ein paar Jahren, als ich mich mit Stoffwechselforschung beschäftigte, vor einiger Zeit, an einem ruhigen Nachmittag, las ich ein Buch von Dr. Frank Oski. Das Buch, das den Titel »Trink deine Milch nicht« trägt, hat mich sehr fasziniert. Er regte wirklich sehr meine Aufmerksamkeit, denn was dieser Mann erklärte, hatte völlige Logik, und ich mit Natural Slimmer begann ich Leute zu haben, die hierher nach Puerto Rico kamen, Gewicht zu verlieren oder ihren Diabetes zu kontrollieren. Ich habe angefangen, jetzt haben wir Natural Slim Air in vielen Ländern, in Mexiko, in Costa Rica, in Panama, in Kolumbien, in den Vereinigten Staaten und so weiter, oder? Aber als ich anfing, war ich allein in Puerto Rico und hatte viele Informationen über Milch gelesen, und das Einzige, das für mich verständlich war und zeigte, dass ich genug Wissen hatte, war das von, im Grunde sagte, Milch ist wirklich sehr schlecht für die Menschen. Als ich mit der Praxis begann, sah ich, dass Menschen, die mit Fettleibigkeitsproblemen kamen, Gewicht verloren, wenn sie keine Milch tranken, und ihren Diabetes unter Kontrolle kontrollierten, wenn sie keine Milch tranken. Aber wenn sie meine Milch tranken, Kuhmilch, auch wenn sie fettreich oder fettarm war, jedenfalls besonders, lief es für sie nicht gut. Also musste ich wirklich wie ich tatsächlich Ergebnisse erzielen, denn wenn jemand zu Natural Slimmer kommt, zahlt er etwas für die Dienstleistung, erwartet ein Ergebnis. Er erwartet etwas, das für ihn wirklich funktioniert, weil er jemand ist, der schon viel ausprobiert hat. Diäten, viele Dinge, und nichts hat bei ihnen wirklich funktioniert, also muss ich das Produkt herstellen, das sie wollen. Ich erkannte, dass sie kein Gewicht verloren, wenn sie Milch tranken, und dass der Diabetes nicht unter Kontrolle war, wenn sie Milch tranken. Ich erkannte, dass Dr. Oski recht hatte, und so begann ich in meinem Buch zu empfehlen, keine Milch zu trinken, dass Milch nicht gut ist. Jetzt ist die Empfehlung mit Käse in der Tat wirklich anders, aber das ist wirklich ein Thema für ein sehr anderes Video. Was ich nämlich herausgefunden habe, ist Folgendes. Was hauptsächlich bei Milch passiert ist, dass man sich zwischen fetter Milch, fettarmer Milch und fettfreier Milch entscheiden muss. Nun, was Sie wissen sollten, wir werden dafür sorgen, dass Sie darauf bestehen, dass wir Milch trinken. Jeder trägt seine eigene Verantwortung. Ich empfehle Ihnen dringend, keine unüberlegten Entscheidungen zu treffen, da dies schwerwiegende Konsequenzen haben könnte, fetthaltige oder fettarme Milch zu trinken. Aber Sie wollen, dass ich meine Schokoladenmilch trinken werde oder was auch immer, oder? Dann würde ich Ihnen sagen, wenn Sie korrigieren müssen, wählen Sie bitte fette Milch, okay? Ich werde Ihnen sagen, warum. Diese Milch mit Fett, die Leute meiden, weil sie sich der Kalorienlüge verschrieben haben. Lassen Sie mich Ihnen sagen, wir zählen seit 60 Jahren Kalorien und jeder ist dicker und hat mehr Diabetes. Das funktioniert also nicht. Das Wichtigste an Milch hat, wenn sie Fett enthält, immer noch einen gewissen Nährwert, weil sie wichtige Nährstoffe wie Proteine, Vitamine und Mineralien enthält. Ein Teil dieses Fettes enthält wirklich Omega-3-Fettsäuren und es enthält auch wirklich einigermaßen gute Öle. Folgen Sie mir, es stimmt nicht. Und dass gesättigte Fettsäuren Herzinfarkte verursachen, sogar die American Medical Association hat nachgegeben und empfiehlt nun, allen Menschen nicht mehr davon abzuhalten, Medikamente mit gesättigten Fetten zu sich zu nehmen. Sie haben es bereits geändert.
Sie niemals bewiesen haben, dass der Verzehr von gesättigten Fettsäuren Herzinfarkte fördert. Aber unter der Logik dieser Hypothese, dass das Fett in der Milch wirklich tatsächlich gut ist, in der Tat Herzinfarkte verursachten, die nicht wahr sind, begannen sie, fettarme Milch zu vermarkten. Oder fettfreie Milch. Sehen Sie, was mit fettfreier Milch geschieht. Fettfreie oder fettarme Milch. Das Fettmolekül ist so etwas. Um es ohne Fett oder mit niedrigem Fettgehalt herstellen zu können. Und dann ist das Einzige, was Sie tun können, ein Verfahren namens Homogenisierung durchzuführen. Homogenisierung jetzt. Es handelt sich um einen Prozess, bei dem sich die Milch in einem normalen Zustand befindet. Wenn man ein Glas Milch einschenkt und die Milch gerade frisch aus der Kuh kommt, dann ist sie besonders lecker. Kommt das leichtere Fett nach oben, das heißt, es trennt sich, aber das gefällt den Leuten nicht. Also haben Sie einen Prozess erreicht, der es homogenisiert. Das bedeutet, dass es das Molekül homogenisiert, in es in sehr, sehr, sehr kleine Stücke bricht und es zu unabhängigen, separaten Partikeln macht. Es macht sie so unabhängig, dass sie jetzt wirklich von oben nach unten mischen und jetzt kommt die Sahne nicht mehr nach oben. Und das freut den Menschen definitiv, oder? Der Homogenisierungsprozess hat also das Problem der Milchtrennung gelöst, aber ein Problem. Um es zu homogenisieren, wird es einem Hochtemperaturprozess unterzogen. Sie geben so viel Hitze hinein, dass sich dieses Fettmolekül wirklich verformt. Anstatt so rund zu sein, sieht sie aus wie eine Spinne. Folgst du mir? Dieses Fett ist beschädigtes Fett. Mit anderen Worten, wenn man homogenisierte Milch bekommt, wird genau das, welches tatsächlich im Prozess der Homogenisierung geschädigt wird, es ist tatsächlich ein Fett, das der menschliche Körper für nichts nutzen kann. Es neigt dazu, Krebs zu fördern. Das heißt, wenn Sie wirklich Milch trinken, weil Sie unbedingt darauf bestehen, Milch zu trinken, bitte nehmen Sie es. Mit Fett, folgst du mir? Trinken Sie sie nicht ohne Fett oder mit niedrigem Fettgehalt, denn diese Milch hat bereits einen so dramatischen, so strengen, so heftigen industriellen Prozess durchlaufen, dass das, was Sie einnehmen, schädlich ist. Es ist wirklich etwas, das Ihnen sehr schaden wird. Ich würde wirklich empfehlen, auf Milch zu verzichten. Nun, wenn Sie eine Alternative suchen und etwas schlauer sein möchten, wenn es darum geht, keine fett- oder fettarme Milch zu trinken, beides schlecht ist. Schlimmste ist natürlich das Fettfreie, das Fettarme. Ich würde wirklich eine andere Alternative empfehlen. Eine andere Alternative ist, und es ist, was wir empfehlen und gesehen haben beim Abnehmen und bei der Kontrolle von Diabetes hilft, versuchen Sie, Mandelmilch zu bekommen, praktisch in allen, in vielen Ländern gibt es sie. Es ist zwar ein wenig teurer, schadet aber nicht. Wenn Sie Mandelmilch kaufen, insbesondere ungesüßte, da sie ungesüßte Milch enthält und schmeckt sie lecker und lässt ihren Kaffee aussehen, als ob er Milch enthält, aber nicht den Schaden von Kuhmilch hat. Und in einigen Ländern gibt es immer häufiger Kokosmilch. Kokosmilch wird oft verwendet, ist ebenfalls sehr zu empfehlen. Ich verwende die gleiche Menge Mandeln wie Kokosnuss. Ich empfehle dies in meinen beiden Büchern, Die Macht des Stoffwechsels und Diabetes ohne Probleme. Ich empfehle Ihnen es wirklich genau aus diesem Grund. Denn Kuhmilch ist tatsächlich sehr gesundheitsschädlich. Und ich sage Ihnen das, weil die Wahrheit immer siegt. Immer.